Die österreichische Nationalbibliothek und alle Bibliothekservices stehen allen zur Verfügung. Mein Name ist Daniel Skiner und ich leite die Abteilung Bereitstellungsservices und Magazine. Die Magazine, das sind der Bücherspeicher unter dem Burggarten zum Beispiel. Darin befinden sich knapp 4 Millionen Bände. Wenn ein Buch über unseren Online-Katalog bestellt wird, dann heben wir das Buch in den Regalen des Bücherspeichers aus und schicken es auf die Reise bis ins Erdgeschoss zur Buchausgabe. Dafür nutzen wir den Telelift, der über 4 Ebenen und diese 16.500 Quadratmeter ins Erdgeschoss in die Buchausgabe fährt. Die Österreichische Nationalbibliothek versteht sich als Brücke zwischen dem reichhaltigen Erbe der Vergangenheit und den Anforderungen der modernen Informationsgesellschaft. Mein Name ist Christa Müller. Ich leite die Hauptabteilung Bestandsaufbau und Bearbeitung. Es ist Aufgabe der Österreichischen Nationalbibliothek, das kulturelle Erbe zu sammeln, zu bewahren und zugänglich zu machen. Die Digitalisierung ermöglicht uns, diese Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen. Seit mehr als 20 Jahren digitalisieren wir unsere Bestände. Das Schöne an meiner Arbeit ist der Umgang mit dem historischen Kulturgut. Mein Name ist Birgit Später. Ich bin Buchrestauratorin. Die Aufgabe des Instituts für Restaurierung ist es, die Bestände der Österreichischen Nationalbibliothek für zukünftige Generationen zu erhalten. Dafür ist es unsere Aufgabe, dass wir die Objekte restauratorisch und konservatorisch betreuen, dass sie von Lesern benutzt werden können oder in Ausstellungen präsentiert werden können. Alle kennen den Prunksaal, aber nicht alle kennen zum Beispiel das Globenmuseum. Mein Name ist Silvia Janetti. Ich leite das Team Besucherdienst, Vermittlung und Events. Das ist eben das Spannende an meiner Tätigkeit, auch diese eher unbekannte Bereiche der Österreichischen Nationalbibliothek zugänglicher für alle Zielgruppen zu machen. Das heißt, von klassischen Führungen durch die Museen bis zu Augmented Reality Führungen. Mein Name ist Johanna Rachinger. Als Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek leite ich die größte wissenschaftliche Bibliothek dieses Landes mit 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit 6 Museen und 19 Lesesälen. Wir haben jährlich an die 900.000 Besucherinnen und Besucher in unserem Haus. Sponsoren, Partnerinnen und Partner sind sehr wichtig für die Österreichische Nationalbibliothek. Mit ihrer finanziellen Unterstützung ermöglichen sie uns, vieles umzusetzen, das wir sonst in dieser Form nicht gestalten könnten.